Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zur letzten Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag vor der parlamentarischen Weihnachtspause, in der es heute um eine hitzige Parlamentsdebatte dieser letzten Plenarsitzungswoche im Maximilianeum geht, zu der mir der Thomas geschrieben hat, weil er wahrgenommen hat, ich hätte, so schreibt er das, eine Brandrede gegen die FDP gehalten. Und jetzt will der Thomas von mir wissen, was mich denn da so aufgeregt hätte und bittet mich, noch einmal zu erklären, worum es denn da gegangen ist, idealerweise in Frag Fabian. Und lieber Thomas, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Worum ging es also in dieser Debatte? Es ging um Zahlen zur Corona-Pandemie, die durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelschutz, also durch unsere bayerische Spitzenbehörde, durch das LGL veröffentlicht worden sind. Und im Detail hat sich die FDP daran gestört, dass bei der Ausweisung von Inzidenzzahlen solche Menschen miteinander aus Gruppe ausgewiesen worden sind, die entweder nicht gegen Corona geimpft waren oder aber für die keine Angabe zu ihrem Impfstatus vorgelegen ist. Und deshalb hat die FDP argumentiert, es sei doch Manipulation und wir würden als bayerische Staatsregierung versuchen, mit falschen Zahlen die Menschen zum Impfen zu bewegen, da ja gar nicht klar sei, ob die Menschen, für die keine Angabe vorliegt, wirklich Ungeimpfte seien. Also es ist versucht worden, da einen Skandal, eine Affäre, so wurde das argumentiert, auf den Weg zu bringen, herbeizureden. In Wahrheit war es allerdings, und deshalb habe ich mich so aufgeregt, eher ein Sturm im Wasserglas, eher eine liberale Politikshow. Und ich will, lieber Thomas, die Gelegenheit auch nutzen, zu erklären, warum. Mindestens drei Hinweise sind mir dabei sehr wichtig und die habe ich auch im Parlament gegeben. Erstens, die FDP hat mit ihrem Hinweis auf den Sachverhalt nicht den Heiligen Gral gefunden und schon gar nicht irgendwie investigativ etwas herausgefunden, was ein Fehler des LGL gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, es war nämlich das LGL höchst selbst, das neben jeder seiner Statistiken, in dem diese Inzidenzzahlen ausgewiesen worden sind, genau diesen Hinweis gegeben hat, also schlicht dazu geschrieben hat, dass in diesen beiden Gruppen einerseits die Geimpften gruppiert werden und andererseits diejenigen, die ungeimpft sind oder zu denen keine Angabe zum Impfstatus vorliegt, hat also nicht die FDP herausgefunden, sondern nur skandalisiert. Und es ist natürlich auch kein Skandal, weil das LGL da stets selbst so ausgewiesen hat und darauf hingewiesen hat, dass das eine Limitation in den Zahlen ist, die aber trotzdem Trends ablesbar macht, weshalb das so ausgewiesen wird. Übrigens nicht nur in Bayern, sondern in 7, 8 anderen Bundesländern auch. Was hat die FDP also gemacht? Und das ärgert mich sehr. Sie hat einen Hinweis, den das LGL selbst gibt, aufgenommen und hat so getan, als ob sie das herausgefunden hätte und einen großen politischen Skandal daraus gemacht, ja sogar personelle Konsequenzen beim LGL gefordert, das ja selbst genau das transparent gemacht hat. Also wirklich ein bisschen irre. Es wäre in normalen Zeiten fast schon was, worüber man sich als sehr politischer Unfall amüsieren könnte. In dieser Lage allerdings fand ich es ganz und gar nicht lustig, deshalb, weil darüber natürlich als politische Geschäftemacherei Zweifel gegenüber der Impfbereitschaft der Menschen gesät und verstärkt werden. Da wird also ein falscher Sachverhalt falsch dargestellt und das verunsichert die Menschen, die überlegen, ob sie sich boostern lassen, ob sie sich impfen lassen. Also politische, parteipolitische Geschäftemacherei zu Lasten der Impfbereitschaft, auf die wir dieser Tage so dringend angewiesen sind. Das war bisher immer nur das Geschäft der AfD und von mir ist bekannt, dass ich gerade auch viele FDP-Kollegen persönlich sehr schätze, privat befreundet bin und deshalb hat es mich umso mehr geärgert, dass man da so AfD-Style unterwegs war. Das ehrlicherweise hat die FDP, die sonst eine starke Opposition ist, eigentlich gar nicht nötig. Das ist also der erste Grund. Das LGL hat selbst darauf hingewiesen und nicht die FDP hat irgendwas herausgefunden. Das Zweite, was mich daran sehr geärgert hat, ist, was die FDP in vielen Medien gesagt hat, nämlich, dass wegen dieser statistischen Unschärfen wir jetzt alle unsere Corona-Beschlüsse noch einmal überdenken müssten, noch mal über Impfpflicht, über 2G, 3G, über die bayerische Verordnung reden müssten, weil sie ja angeblich auf Basis falscher Zahlen entstanden sei.
Und das ist deshalb absoluter Käse, weil insbesondere wir Freie Wähler ja den ganzen Sommer dafür gekämpft haben und mit Erfolg dafür gekämpft haben, dass die bayerische Verordnung, dass die bayerischen Corona-Maßnahmen endlich losgelöst werden von der Inzidenz, sich beziehen auf die bayerische Krankenhausampel oder respektive auf der Bundesebene auf die dortige Hospitalisierungsinzidenz. Das heißt also, alle Maßnahmen, alle Verordnungen, alle politischen Entscheidungen haben mit dieser statistischen Unschärfe, auf die die FDP da hinweist, rein gar nichts zu tun. Und das weiß auch die FDP. Und umso mehr ärgert es mich, den Menschen da Sand in die Augen zu streuen, was anderes zu erzählen, weil es natürlich wieder Unsicherheit schafft in dieser ohnehin schon so sensiblen Lage. Das war wirklich unredlich, das war absurd und das war schlicht inhaltlich falsch. Und deshalb habe ich da auch sehr leidenschaftlich und emotional in der Parlamentsdebatte darauf hingewiesen. Und das dritte und letzte, Thomas, was mich ärgert, ist das, was ich eingangs schon sagte, nämlich, dass dieses Gebaren der FDP sowohl in den Medien als auch in der Parlamentsdebatte natürlich brandgefährlich ist in diesen Zeiten, weil es völlig sachgrundlos und völlig inhaltlich unbegründet Zweifel an der Schutzwirkung der Impfung sät, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Denn auch wenn man die Gruppen vergleicht, für die die Angabe klar war, also nur geimpft gegen ungeimpft seitens des LGL vergleicht, dann wird völlig klar, dass die Impfung wirkt, dass die Impfung sehr, sehr, sehr gut schützt vor schweren Verläufen, vor Hospitalisierung, gar vor Tod durch Corona und dass sie auch hilft, das Virus nicht zu bekommen und keine anderen mit dem Virus anzustecken. Heißt also, es ist eine Diskussion um des Kaisers Bart, darüber zu reden, ob ein Geimpfter jetzt nur 8-mal oder 12-mal oder 16-mal besser geschützt ist. Er ist ganz einfach besser geschützt und deshalb ist es nicht gut, wirklich gefährlich und politisch auch nicht opportun, jetzt zu versuchen, parteitaktisch da so zu tun, als ob das irgendwie anders wäre. Auch deshalb, weil dieser statistische Fehler, auf den das LGL selbst hingewiesen hat und die FDP das dann verstärkt hat, natürlich mit gesundem Menschenverstand betrachtet in der Realität sehr gering ausfallen dürfte. Warum? Weil diejenigen, die doppelt geimpft sind, natürlich kein Geheimnis aus ihrem Impfstatus machen. Wenn man einen Geimpften fragt, ob er geimpft ist, dann sagt er in aller Regel ja, sodass sich im Nachhinein auch bei den Zahlen zeigt, dass diejenigen, bei denen keine Angabe vorlag, natürlich in aller Regel auch ungeimpfte Menschen waren, sodass also auch diese Abweichung, auf die da hingewiesen wird, in der Realität eine sehr, sehr geringe ist. Es gibt Studien aus England, die haben mal getestet in Auftrag der englischen Regierung bei Geimpften und bei Ungeimpften und auch die haben klar gezeigt als Ergebnis dieser Studie, ja, das Impfen schützt vor Ansteckung, das Impfen schützt vor Übertragung und es schützt insbesondere vor schweren Verläufen, vor Hospitalisierung, vor ITS, vor Tod durch Corona. Und genau das ist es ja, was in diesen Tagen unsere Krankenhäuser überlastet und was uns an die Schwelle zur größten Katastrophe der Nachkriegszeit stellt. Also ja, Impfen schützt. Impfen ist unsere einzige Chance, aus dieser Pandemie rauszukommen. Und das weiß eben auch die FDP, weil das zeigt sich in jedem einzelnen bayerischen Krankenhaus, in jedem deutschen Krankenhaus, ja, auf diesem ganzen Erdball in jedem Krankenhaus, auf den Intensivstationen. Da liegen unter den zuvor gesunden Menschen eigentlich nur die Ungeimpften. Die Geimpften, die dort aufschlagen, sind zumeist Menschen mit allerschwersten Vorerkrankungen. Also klare Botschaft, Impfen schützt. Impfen ist unser Tor zur Freiheit. Und wir sind deshalb als Demokratinnen und Demokraten wirklich wohl beraten, daran keine Zweifel zu schüren, schon gar nicht vermeintliche Skandale herbeizureden, die es in Wahrheit gar nicht gibt, weil es eine statistische Unschärfe war, auf die die LGL-Menschen, auf die die LGL-Führung selbst hingewiesen hat. Also mit anderen Worten, es ist nicht mal ein Skandal im Sinne einer falschen Zahl, die da unterwegs gewesen wäre, sondern es ist eine statistische Unschärfe, es ist eine Fachfrage. Und deshalb wäre es für mich total okay gewesen, wenn die FDP gemacht hätte, wofür sie eigentlich im positiven Sinne bekannt ist, nämlich als Service-Opposition zu agieren, zu sagen, bitte, liebes LGL, schaut euch das an, ihr könnt da noch besser werden, damit eben niemand als politischer Geschäftemacher mit diesen Zahlen spielen kann. Klaus Holitschek, der bayerische Gesundheitsminister, hat die Gesundheitspolitiker aller Fraktionen, auch der FDP, sogar ins LGL eingeladen für eine solche Debatte. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen. Falsch ist es, selbst dieser Geschäftemacher zu sein, kontra besseren Wissens, also quasi das AfD-Geschäft zu betreiben und Wasser auf die Mühlen von Querdenkern, von Corona-Leugnern, von Rechtspopulisten zu gießen. Das, glaube ich, ist der FDP nicht würdig. Und ich sage nochmal, das hat die FDP, die sonst hier im Landtag durchaus mit guter Arbeit in vielen fachpolitischen Feldern glänzt, auch nicht nötig. Und ich meine auch festgestellt zu haben, dass der FDP-Gesundheitspolitiker
der Kollege Dr. Spitzer, den ich persönlich sehr schätze, da etwas anderer Auffassung war als seine Fraktion. Also deshalb, lieber Thomas, meine Emotionalität, deshalb mein Grant auf die Liberalen, die ich sonst sehr schätze, aber auch die Hoffnung, dass das ja eine einmalige Entgleisung der FDP war und dass sie über Weihnachten, jetzt geht es ja in den Weihnachtsfrieden, da wieder von diesem Irrweg abkommt und ein Stück weit zur Vernunft kommt. Das, lieber Thomas, als Erklärung zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet die wie immer auch gerne jetzt über die Weihnachtszeit unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Und dann geht es im neuen Jahr, wenn es wieder heißt, Frag Fabian, vielleicht um euer Thema. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine stimmungsvolle, eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in ein tolles neues Jahr 2022. Der Ministerpräsident hat es heute gesagt mit Udo Jürgens, die Sonne geht immer wieder auf und wir werden auch diesen Corona-Wahnsinn hinter uns lassen. Hoffentlich im nächsten Jahr uns dann unser altes Leben wieder zurückholen. Das ist mein Weihnachtswunsch für euch, für uns alle. Genießt die Zeit, genießt die Stadi-Zeit, die Auszeit. Passt auf euch auf und vor allen Dingen bleibt gesund, sodass wir uns dann im nächsten Jahr wieder sehen. Zu Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.